Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Die AfD manifestiert ihre Umfragewerte aktuell auf 19% und zugleich kommt auch Kevin Kühnert von den Grünen, der Alpha-Kevin bekanntermaßen, um die Ecke und äußert sich dazu und schiebt der gesamten Ampelregierung die Schuld in die Schuhe. Moin zusammen, mein Name ist Olli, darüber sprechen wir heute. Nicht wundern, andere Kulisse, ich habe noch einen kleinen Zwischenstopp bei einem Bekannten gemacht und befinde mich deswegen gerade noch auf dem Rückweg aus dem Allgäu und dachte mir aber, das ist so wichtig, da mache ich jetzt mal kurz ein Video über diese Thematik, nämlich, dass es hier aktuelle Umfrage für die Sonntagsfrage nämlich gibt und INSA hat hier, wie die das wöchentlich machen für die Bild, nämlich eine Sonntagstrend-Umfrage gemacht und wir wissen ja, dass sich die AfD hier ganz klar in den letzten Wochen mehrfach mit 19% schon bewiesen hat. Die 20% Umfrage war von, ich glaube, YouGov war es, also auch kein kleines Umfrageinstitut oder ähnliches. Und das Kuriose ist ja, dass man teilweise auch von verschiedenen Politikern jetzt Kritik hört, ja, das ist ja nur eine Umfrage, das braucht man ja jetzt nicht zu glauben. Komischerweise, wenn die Umfragewerte schlecht für die AfD sind, heißt es, ja, die will ja eh keiner. Wisst ihr, dieses so und so rum ist einfach maximal lächerlich. AfD dementsprechend unverändert 19% plus minus 0 dementsprechend. Und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, wie das in der nächsten Zeit weitergehen wird. Weil ich habe ja darüber berichtet, dass diese mediale Berichterstattung jetzt beispielsweise über Björn Höcke von der AfD in die Richtung gegangen ist, dass man dort versucht, natürlich jetzt was zu finden bei einer Rede, die vor über 2 Jahren gehalten wurde. Warum hat man das vor 2 Jahren nicht zur Anzeige gebracht? Warum hat man das nicht vor 6 Monaten, vor 1 Jahr oder auch vor 18 Monaten gemacht? Warum passiert das gerade jetzt, wenn diese Umfragewerte so hoch sind? Und zugleich sehen wir ja auch die Situation, dass wenn die AfD auf einmal so gute Umfragewerte macht, dass andere Parteien Eingeständnisse machen. So zum Beispiel beim Heizungsgesetz die SPD, die dann nämlich sagt, ja Moment, vielleicht sollten wir diese verpflichtend Wärmepumpen nur bei Neubauten jetzt machen, doch nicht bei Bestandsimmobilien. Auf einmal geht das, rein zufällig. Nein, das hat natürlich damit nichts zu tun, alles Verschwörungstheorien. Du kannst dir nicht mehr ausdenken. Als nächste Partei oder führende Partei, muss man hier ganz klar sagen, CDU, CSU, 27%, aber ebenfalls unverändert. Interessant ist, dass die SPD wieder gestiegen ist auf 20% und damit nicht mehr auf demselben Level mit den 19% ist, wie es noch in der letzten Woche der Fall war mit der AfD. Ich wüsste jetzt gerne mal, wie die Befragten, es sind 1201 Personen, die befragt wurden vom 5. Juni bis zum 9. Juni, wie die das argumentieren. Warum die denn jetzt sagen, ja, ich habe jetzt diese oder jene Rede von Olaf Scholz gesehen oder der und der SPD-Politiker hat sich in der Talkshow gut geäußert. Ich wüsste jetzt nichts Positives zu erwähnen, warum man argumentieren kann, ja, die haben jetzt bessere Ideen, bessere Lösungsvorschläge, also sagt 1%, passt für mich, machen wir, ist okay, ist eine gute Richtung, wie die vorschlagen. Nee, sehe ich nicht so. Die Grünen bleiben bei 13%, ebenfalls unverändert. Das ist so interessant, dass sich fast nichts tut, nur so ein bisschen bei der SPD und bei der FDP. Da ist nämlich das eine Prozent weggegangen auf 8% und das Prozent ist quasi rübergegangen, kann man ganz klar sagen, zur SPD. Denn bei der Linken ist es ebenfalls unverändert. Nochmal, ich bin gespannt darauf und kann mir sehr gut vorstellen, dass die Umfragewerte in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin so nach oben gehen, dass die AfD sogar bei 25% oder auch plus minus ankommen wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur wir wissen halt nicht, was die Ampel jetzt im Speziellen macht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, davon gehe ich ganz klar aus, dass sie hingehen werden. Und werden jetzt natürlich alles daran setzen, diese Umfragewerte zu beseitigen. So zum Beispiel mit Eingeständnissen beim Heizungsgesetz. Und ich muss ganz klar sagen, ich wünsche mir, dass das Heizungsgesetz so schlimm wird, wie Robert Habeck es geplant hat. Weil wir sehen doch jetzt die Entwicklung. Wir sehen, dass die Parteien jetzt Eingeständnisse machen. Und ihr glaubt doch nicht, dass wenn dieses Heizungsgesetz jetzt in einer milderten oder abgemilderten entschärften Variante kommen sollte, dass die Leute sich in 2,5 Jahren bei der nächsten Bundestagswahl noch daran erinnern werden, was die Grünen eigentlich im Kern vorhatten. Dass jeder Einzelne komplett betroffen ist mit einem Eigenheim oder auch mit einer Wohnung oder auch als Mieter betroffen ist, etc. pp. Das wage ich ganz klar zu bezweifeln. Diese guten Umfragewerte von der AfD sind, so befürchte ich, zu früh.
Aber da könnt ihr eure Meinung gerne mal in die Kommentare zu reinschreiben. Interessant, überraschende Töne des SPD-Generals Kühnert, alias Alpha Kevin, sieht Schuld bei der Ampel für AfD-Höhenflug, heißt es nämlich hier in einem Bericht bei der Bild. Und dann heißt es im Zitat, die Ampelkoalition hat sich in den letzten 2 Monaten selbst ein Bein gestellt, sagte er gegenüber dem Spiegel, mit Blick auf Vorwürfe aus der Union-Koalition sei für den Aufschwung der Rechtspopulisten quasi allein verantwortlich, argumentiert er. AfD wählen ist kein Akt der Notwehr, sondern immer auch eine bewusste Entscheidung. Und da stimme ich dem Mann ganz klar zu. Ja, natürlich. Also ich weiß das von euch in den Kommentaren. Ich bin fest der Überzeugung, dass die meisten, die meine Videos schauen und die AfD als Wahloption für sich sehen, dass die ganz genau wissen, warum. Weil die AfD sich beispielsweise beim C so und so verhalten hat, weil sie sich gegen das Heizungsgesetz ausspricht, weil sie sich gegen das Ende von Verbrennern ausspricht, weil sie sich gegen die EU ausspricht. Und dazu muss ich kurz ausholen, muss man sich doch mal zurückerinnern, wie ist die AfD denn entstanden? Die AfD ist entstanden durch verschiedene Professoren, Professor Bernd Lucke beispielsweise als einer der Gründerväter der Partei, die hingegangen sind und gesagt haben, der Euro, das ist ein ganz großes Problem, die EU, die kostet Deutschland Millionen, Milliarden Euro und wir sind die Leidtragenden, die Bürger dadurch. Und wir positionieren uns als Anti-EU-Partei, um es mal so auszudrücken. Und wir sehen doch, dass das, was damals prophezeit wurde, dass der Euro marode ist, dass das ganze EU-System kaputt ist, dass es wahr ist. Das sehen wir jetzt 10 Jahre nach dieser Gründungszeit und keiner spricht mehr davon. Keiner spricht einfach mehr davon. Natürlich hat sich die Partei in der Zeit auch hier und da in verschiedenen Äußerungen verändert und gewandelt, von mir aus mag man es so nennen, aber der Kern, dass wir raus sollen, den Dexit machen, also in Deutschland Exit, raus aus der EU, das ist in der Partei immer noch ein grundlegendes Ziel, was verfolgt und gewünscht wird. Und da muss ich mittlerweile ganz klar sagen, weil ich so viel finanzielle Intelligenz meiner Meinung nach habe, das ist das einzig Wahre, das einzig Sinnvolle. Und ich glaube, Margaret Thatcher war es doch, also aus Großbritannien, die sagte, solange die Deutschen zahlen, wird es die EU geben. Aber wenn nicht mehr, dann ist das Thema durch. Darauf zurückzukommen, auf Kevin Kühnert hier. Kühnert sprach sich jedoch dagegen aus, die Umfrage- und Wahlergebnisse der AfD zum Gradmesser für Reformpolitik zu machen. Denn dann diktieren 18% der Wähler, wo es lang geht. Und da merkt man doch wieder mal ganz einfach, es interessiert die Obrigkeit auch nicht sonderlich. Man wird kleinere, wie jetzt zum Beispiel beim Heizungsgesetz, Eingeständnisse machen, kommt nicht für alle Wohnimmobilien. Ne, 40 Millionen Wohneinheiten sind es ja circa in Deutschland, von denen man ausgeht. Die sind dann nicht alle betroffen, sondern nur die Neubauten. Man wird es schön wieder mit der Salamitaktik machen. Erstmal wird das kommen und dann in den nächsten Wochen und Monaten werden wir sehen, zack, dann kommt vielleicht nach 2 Jahren von mir aus, also 24 Monaten, vielleicht aber erst nach 5 Jahren heißt es dann, ja, jetzt haben wir das ja, dieses Gesetz, das war ja in der Anfangszeit nur für Neubauten und jetzt gilt das aber auch für Bestandsimmobilien, weil das Heizen ist böse. Denn denkt immer daran, das ist das äußerste Ziel von Robert Habeck, dies zu erreichen, dass dieser CO2-Ausstoß, die CO2-Emissionen, die bei Häusern entstehen, dass das reduziert bzw. auf Null gesetzt wird. Dass das nicht umsetzbar ist, das sollte jedem klar sein. Trotzdessen verfolgt er dieses Ziel ums Verrecken. Jetzt schreibt eure Meinung mal rein. Wen wählt ihr? Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen und ciao.